Hallöchen, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer weiteren Mod-Vorstellung für Transportfieber 2. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, wieder eingeschaltet habt und heute habe ich ja wieder was Grandioses für den Schönbau, was definitiv noch gefehlt hat, nämlich Lawinenschutz, also so Lawinenverbauung und ein Gipfelkreuz. Richtig schöne Sachen, die der gute Halligal gemoddet hat und im Transportfieber-Forum veröffentlicht hat. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Wenn ja, ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, gerne auch ein Like, wenn euch das Video gefällt und ja, mal schauen, was in Zukunft noch so die Modder alles rausbringen. Wir gehen mal nach hier hinten. Hier habe ich nämlich passende, oder so eine kleine passende Felswand. Ist natürlich viel zu klein hier der Berg, aber ich habe hier auf der Karte leider keine großen Berge, aber das erfüllt ja seinen Zweck hier, um euch zu zeigen, wie das Ganze dann aussehen könnte. Zu finden ist das Ganze natürlich unter Landschaftsbau, Assets. Und dann habe ich hier so ein bisschen durchgeschaut, das Ganze aber nicht richtig gefunden. Habe dann hier die schöne Suche benutzt, LAW eingegeben und dann haben wir hier alpine Assets, einmal Holzstämme, Variante Dreieck. Das Ganze sieht dann so aus. Kenne ich persönlich gar nicht, aber ich lebe auch nicht in den Alpen. Ich wüsste jetzt nicht, wie sowas eine Lawine abhalten könnte. Aber naja, wer bin ich schon, dass ich da irgendwie Ahnung hätte. Und dann haben wir hier, wie es ja bekannter ist, diese Metallgitter. Das Ganze ist natürlich auch mit Punkt und Komma erhöhbar bzw. versenkbar. Und da muss man natürlich gucken, dass man das Ganze so ordentlich baut, dass das auch ordentlich aussieht. Ich weiß gar nicht, ob die versetzt sind. Könnte man tatsächlich noch ein bisschen weiter im Boden versenken. Ne, ist auch ganz normal abreißbar. Ich hatte das in einer meiner letzten Vorstellungen schon mal bei einer Mod gesagt. Ich weiß gar nicht, ist das kippbar? Ne, kippen können wir das nicht. Dann hat einer gesagt, ha, ganz normal abreißbar. Sowas muss man nicht dazu sagen. Doch, es gibt auch manche Mods. Da ist dann der Punkt, den man erwischen muss, damit man es abreißen kann. Irgendwo außerhalb der Mod oder nur so ein ganz kleiner Punkt, so ein Sandkorn. Und dann ist das gar nicht so einfach. Ja, und so können wir uns wunderbar hier unseren Lawinenschutz bauen. Finde ich wirklich grandios. Ist gerade der Hans Dampf, der spielt ja auf seiner Map auch mit hohen Bergen, der wird sich definitiv darüber freuen. Und dann kann man hier wunderbar seinen Lawinenschutz bauen. Was natürlich auch noch cool wäre, wenn das in die Zäune-Mod integriert werden würde. Das würde, glaube ich, auch gut passen. Und dann haben wir hier diese Dreiecke. Ich weiß gar nicht, wie die gebaut werden, aber ich denke, dass die ja im Boden stecken werden. Bringt ja gar nichts, wenn die jetzt einfach nur dahin gebaut werden, so dass die oberflächlich stehen. Das muss ja schon verankert sein, dass das auch richtig hält. Und dann haben wir zu guter Letzt hier noch dieses wunderbare Gipfelkreuz. Machen wir gerade hier oben alles weg. Und dann können wir hier oben nämlich schön unser Gipfelkreuz platzieren. Eine kleine, aber wie ich finde, feine Mod mit Sachen, die wir so, na, da ist nicht so wirklich der Gipfel. Gipfel ist eher hier. Zack. Mit Sachen, die wir so bisher noch nicht hatten. Das Problem ist nur, dass das Gipfelkreuz verschwindet. Seht ihr das? Hier ist das Kreuz und es ist weg. Es ist natürlich ein bisschen, weil gerade so ein Gipfelkreuz sollte man natürlich auch aus der Entfernung gut sehen. Und wenn das hier ab der Entfernung schon verschwindet, ist das natürlich ein bisschen schade. Weil der Lawinenschutz, den sieht man. Aber auch nur bis zu einer gewissen Entfernung, seht ihr. Und unser Kreuz, das verschwindet dann einfach. Ist ein bisschen schade. Aber ja, ist halt schade. Will da jetzt auch nichts schön reden. Aber ja, trotzdem auf jeden Fall eine Mod,
die man so noch nicht hatte. Vielleicht kann man da nochmal, ich werde vielleicht den Modder nochmal anschreiben und vielleicht kann er da noch was dran ändern, dass dann auch, das sind ja meist die Lotstufen, die er da ändern muss, dass das auch aus weiterer Entfernung sichtbar ist und vielleicht noch eine Skalierung dabei, aber der Modder Halligal, der sagt mir jetzt auch gar nichts, vielleicht ist es auch ein Neuling, man sollte nicht immer zu hart ins Gericht gehen, vielleicht ist er da gerade noch am Lernen und kann zum Beispiel noch keine Skalierung in Mods einbauen, das könnte schon möglich sein. Ja, das war alles, finde ich aber wie gesagt ziemlich genial und wünsche euch viel Spaß damit, könnt mir mal schreiben, ob ihr das benutzen werdet, ob ihr da einen Nutzen bei euch auf der Karte für habt. Und ja, wenn ihr euch das runterladet, der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung, dann lasst dem Guten auch gerne einen Daumen nach oben da und ja, schreibt ihm einen netten Kommentar. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.